Haut um 25. Sonntag am Jahreskreis begrüßen sie sich aus der Kirche von Habst, wie wir drauf von heute Sonntagsmass. Jetzt singt die christliche Gemeinschaft von Habst, Kantor aus den Ender Vio, Organist der Viersänger, den Abbe Joël Santer. Nur singer Urgel-Improvisation sangen wir jeweils aus dem Laudate Dominum «Si le Père vous appelle, Jésus berger, au plus haut du ciel, les mains ouvertes, Saint est le Seigneur, Agneau de Dieu, an als Schlusslied wunderschön prächtige». Durchel spielt als Sorti Präludium vom Justin Heinrich Knecht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Lebt Leid heute zu Habst an der Kirche, alle Walgur, die da über die Medien mit uns verbunden sind. Wir kommen an dieser Mass will man im Gnot bieten, dass man dem Herrgott mehr treu sind.
Für dich aber will man im Verzeihung und im Erbarmen bieten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Sur toute la terre, au sommet la paix.
Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen, als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Amos. Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land unterdrückt. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können. Wir wollen das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen. Wir fälschen die Waage zum Betrug, um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld. Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen, keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen. Wort des lebendigen Gottes. Der reich war, wurde aus Liebe arm, und durch seine Armut hat er uns reich gemacht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich jetzt tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut,
der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Armut werdet immer gehen. Armut bleibt es wie es aktuell. Lesung haut weise es darauf hin, errisselt es wirklich. Der Prophet Amos lässt wissen, dass Gott auf diesem Punkt nicht neutral, mehr parteilich ist. Und zwar steht hier auf der Seite von denen Benodeligten. Hier lädt die Fanger und Wonne von der Gesellschaft. Da wird scheiertest arm und reich immer mehr breitget. Zur Zeit vom Prophet Amos haben Menschen unwürdig Zustände bestehen am Staat Israel, an der Administration, an der Justiz und an der Ökonomie. Als Prophet probierten Amos Leute zu sensibilisieren für bestehend Unrecht. Kritik vom Prophet misst eigentlich das israelitische Volk treffen. Schließlich hat Gott sie von der Unterdrückung befreit, an aus der Gewalt an Menschlichkeit gefordert. Mit völlig missuhig der göttliche Will an die göttliche Lebensweisung. An sie orientieren sich lieber und die Götzen, die da sind, Ungerechtigkeit am Missbrauch, wo ihn hinguckt. Lesung beschreibt, wie Betrug an Habgier Leben bestimmen. Man will sich für Gott desideriert, der muss sich für Recht und Gerechtigkeit ersetzen. Für Gott gehört, muss auch Menschen gehören, so gut, was sie aufstoßend oder armselig sind. Beispiel vom Prophet encourageiert eis, Leifren, auch politisch heifier Verantwortung an der Gesellschaft zu überholen. Indifferenz, Gleichgültigkeit für viel auf der Platz. Sonst hätten Karl Marx recht gehabt mit seiner Aussage, Trillionen gibt nimmer dazu Dingen, bestehend Machtverhältnisse zu stabilisieren und Menschen ob ein dubiös Jenseits zu vertrechten. Man muss wissen, an als Lesung haut betontet, Jahwe als ein parteiischer Gott, hier steht ob der Seite von denen, die arm drusin an die keng oder kaum Rechter hun. Zur Zeit vom Amos waren die sozialen Missstände durch Ausbeutung enorm handgreiflich. Immer rim hat Jahwe do wenst den Amos gericht undrien gelos. All das hat Implikationen ob eis als Kirch. Als Kirch schon mal immer eng diakonisch Kirch zu sein, das heißt, ein Kirch, die denkt. Ein Kirch ob der Seite von denen, die schlecht dru sind oder ungerecht behandelt gehen, die sich für des Menschen verbirgt. An des Kirch, dat sie mir, dir an ich. So ein Kirch am Dingst vom Mensch protestiert gegen Armut und Unrecht. Sie setzt sich an für ein politisches, asoziales Programm, den Gerechtigkeit und Recht beinhaltet und nicht die Interessen von Murcht und Geld. Weil Christsein setzt du un, wo auch nach nimmen ein Mensch Hilf braucht. Auch wenn er kein Prestige aufweisen sollte, auch von der Gesellschaft exklü ist. So hat er Frieden Amos auch haut dein am mein Leben. Er rief dort zu Entschiedenheit. Den Imperativ ist, als Christ handeln. Da ging ich zu einem Heilsprophet von eiser Zeit. Denn Amos hört sich nicht auffund mit der Ungerechtigkeit, mehr mit starker Stimme, die nicht zu überhören war, protestiert ihn am Namen von Gott. Wie viel Ungerechtigkeit ging heute wie demals nicht abgedeckt.
Oder es interessiert keinen, wenn es besonders die Ärmst trifft, zum Beispiel lo an der Energiekrise. Wenn wir an Gott glauben, haben wir aber die Hoffnung, dass wenigstens hier nicht vergisst. Hier wird selber einmal Gerechtigkeit herstellen. Hier wird dafür sorgen, dass Betreuer und Gauner gestraft gehen. Dass die Armen ausgebeutet zu ihrem Recht kommen. Da das engerseits ein Trost, kann aber Eiseloan hei nicht passiv sie lassen. Wie das geschieht, dass schon keiner daheim angetriechtert kriegen, guck nur dir an nur deinem Vierdeel. Hol mit, was du kriegen kannst. Trickst die Anna aus, weil sonst gehst du ausgetrickst. Mach nimmer das, was sich rentiert. Lass dich nicht erwischen, als ich für dein Profit. Wie was sie alle so denken, werden sie um N all verlieren. Da geht Gesellschaft in Dschungel, mit den Gesetzen vom Dschungel. Das will aber eigentlich kein, und auch den Herrgott nicht. Hier will Ehrlichkeit an Gerechtigkeit. Hier will, dass die stark, ob die mir schwer ausstehen, an hinten beistehen. Gott will nicht den Betrug. Und Gott wird nicht vergessen, wenn Menschen anderer im Dauerhahn an ungerecht behandeln. Lief Leid, Jesus erzählt uns heute immer mehr ein Gleichnis. Hier ist ja ein exzellenter Gleichniserzähler. Mit der Parabel vom suspekten Verhalten vom Gutsbesitzer schenkt aber der Lesung entgegengesagt zu sein. Wir wundern uns, weil es als wirklich starken Tobak. Wieso geht den lustigen Proprietär mit seinen unlauteren Methoden so geläuft und als klure Verwalter heisch gejubelt? Durch Zinsmanipulationen mischt er sich so verdächtig und er will weder schaffen, nach Hesche gehen. Das kann doch keinesfalls ein erstrebenswert Ideal sein, oder? Point vom Jesus in Gleichnis als die Hei. Der Jesus schenkt den Verwalter durchwegs zu löwen, weil er nicht auf die Rettung von seinen Beiträgen aus, als die ihm zustehen, mehr Zinsen von seinen Debiteuren zu ihren Gunsten verklängert, als sie so auf seine Seite bringt. Der Jesus fuhr dort ab, sich mit dem ungerechten Mammon Freund zu machen, also andere um eigene Geld und Besitz deelholen zu lassen. Damit sind wir nicht an der Fuhr von dieser ersten Lesung. Der Jesus brandmarkt streben nur Reichtum und Besitz. Die können nicht Fundament von unserem Leben ausmachen. Der Evangelist liest dem Jesus singriert, in letzter Konsequenz mit der Alternativ-Ähnlichen, die könnt nicht beiden Dingen, Gott an dem Mammon. Ihr wollt nicht, dass der Mensch sich über sein Besitz definiert oder auch die einer von ihren Besitztümern hier versteht. Der Mensch hat seinen Wert aus sich selber, sprich von Gott hier, und nicht durch seine Proprietät. Nicht das, was den Hut mischt ihn aus, mehr, dass er von Gott akzeptiert ist, als ich von ihm gehalten weiß, unabhängig von großem oder geringem Besitz. Die Frau aber, was können wir da von dem Gauner am Gleichnis lehren, einem ziemlich unmoralischen Held, den hier am Mittelpunkt steht, der bedreht, was gestern was tuste? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, wird der Gauner wohl gedurcht tun. Worum geht es dem Jesus, lief mit Christen? Hier läuft nicht der Betrug, den der Verwalter mischt, mit sein Klugheit. Das Klugheit ist der springende Punkt. Und der Jesus spitzt zu, wenn er sieht, kann er von dieser Welt sein am Umgang mit Tieresgleichen mehr klug, wie kann er vom Licht. Für was? Welt kann er von dieser Welt hier Ziel nicht aus den Augen verlieren, an hier Ziel ist, Erfolg, Wohlstand, Langleben, Prestige und Wohlergehen. Automatisch gehen wir aufgefordert, uns zu fragen, was dann Ziel ist, das wir ausstreben, und wo wir in der Weh sind. Was für ein Ziel hat dir an ich? Ein Lecht Ziel als Christen kann doch nicht mehr Dora bestehen, einmal an den Himmel zu kommen.
Das Ziel sollte man nicht aus den Augen verlieren. Ein klaren Christ verfolgt mit aller Konsequenz das Ziel, er mischt alles, wie das er nicht erreicht. Durch Gottes Leben, am nächsten Leben, durch Gebet an korrekt Leben. Und natürlich ist der Betrug oder die Rücksichtslosigkeit kein adäquates Mittel, für an den Himmel zu kommen. Liebe Brüder und Schwestern, der Jesus läuft also die Klugheit vom unehrlichen Verwalter. Sie besteht daran, dass er sich mit letzter Konsequenz dafür ersetzt, sein Ziel zu erreichen. Wenn ein Ziel ewig Leben bei Gott ist, muss man dann nicht alles dafür ersetzen, für das Ziel unzustreben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Für Jesus Christus dürfen wir als Gebet dafür bringen, weil hier nur da ist aufgefordert, allzeit zu frohen und am Vertrauen auf Gott nicht not zu lassen. So will man auch Lob bieten. Für Frieden und Verständigung unter den Menschen und für Gutwille von der Zusammenarbeit, Christus Herr Reis. Christus Herr Für als christliche Kirchen, lass die ökumenischen Bemühungen an Urstung für und einander weitergehen. Christus Herr Reis. Christus Herr Reis. Für all die, die in Denkst an der Kirche überholen, lass die Zeihe vom Glauben an der Leift gehen. Christus Herr Reis. Christus Herr Reis. Für alles krank, lass die Hilfsbereitschaft und Gutheit erfahren. Christus Herr Reis. Christus Herr Reis. Für die Menschen, die sich einem Gebet anvertraut haben, lass sie durch den Gnut gestärkt, couragiert durch die Liebe gehen. Christus Herr Reis. Christus Herr Reis. An diesem Tag aus der Schulaufhang bieten wir für alle Kinder und Jugendliche, aber auch für die Lehrpersonen an der Zeit, Christus Herr Reis. Christus Herr Reis. Denk wir daher an Gott, sie für Eis, voll Kraft erleben. Sie richten uns ab und gehen Zuversicht für den nächsten Schritt. Wir sollen dir merci für den Gnot an den Gegenwart, den du liebst und herrschst, lo an einer Ewigkeit. Amen. Devant toi, Seigneur, oh,
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, unser Gott, nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir im Geheimnis der heiligen Eucharistie empfangen, was wir im Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir danken sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan, durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten, und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sei le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir bitten heute speziell für die verstorbene Chanoine Emil Seiler, für die Lucien Kohl, für Jean Schmidt, für Jean Leyen. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und wenn wir zusammen so bieten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt tut. Eise, Pap am Himmel, dein Umsirf geherrlicht. Dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an Versuchung, wir mach uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Lasset uns noch beten. Allmächtiger Gott, du erneuerst uns durch deine Sakramente.
Gewähre uns deine Hilfe und mache das Werk der Erlösung, das wir gefeiert haben, auch in unserem Leben wirksam. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Habst. Auch den nächsten Sonntag über die Massnissheit von Habst. Ich habe eine ganz schöne Sonntag und los schalten wir zurück an den Studio.